Es geht Schlag auf Schlag. Der Wahlhammer mit Petuchnikon. Wo sonst? So, also Herr Holo, können wir sein einmal stumm da, ne? Danke sehr. Für Sie. Gern. Ja. So. Na gut, die Ausnahme auch hergetan, da sind sie gleich. Super, sinkt mir. Bier oder Soft? Ich meine, das ist ein Bier und das ist ein Guarana-Maracuja-Soft, ja, selber gemacht. Als Grüner vielleicht, dass ich einen Radler mache, gell, schauen wir mal. Wie Sie wollen, ja, kann ich eh haben. Wenn Sie wollen, speckmäßig. Ich werde mal da versuchen, das ist ein Würst. Die Wurst, gell. Ist auch ganz ein gutes, ne? Ich tue mal. Ja. Okay, also. Keine Wurst, so hart das Leben, ja. Genau. Grüß euch alle miteinander. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu Gast. Und zwar der Herr Landesrat Rolf Holub von den Grünen ist da. Ja. Und der Herr Holub würde ja gern Landeshauptmann von Kärnten werden. Also, grüß Gott, Herr Holub. Schön, dass Sie auch gekommen sind. Grüße, danke für die Einladung. Also, jetzt müssen wir ein bisschen schneller, das ist ja jetzt eine Viertelstunde Sport, und ich gesehen. Ja. Seien Sie wahrscheinlich von Klagenfurt mit einem 100er gefahren zu mir, gell? Nein, ich war in der Regierung, nicht weit weg, aber die haben so lange regiert. Also, hab so lange geschloppert nachher. Ja. Okay, das ist eh so. Ich meine, das mit der Regierung ist immer so eine Geschichte, gell? Ich meine, Sie waren ja vorher Künstler, gell? Kabarettist, ne? Ja, so eine Art halt. Seien Sie noch enttäuscht heute, dass aus Ihrer Kabarettistenkarriere nichts geworden ist und dass Sie der Politiker sein müssen? Ach, es ist nicht viel Unterschied. Ist alles das Gleiche sozusagen? Ja, beim einen ist das Publikum besser, beim anderen nicht. Es ist ähnlich. Wo ist die Bezahlung besser? In der Politik. Ist der besser? Na bitte. Ich muss einen schönen Gruß ausrichten von meiner Tante, die Resi. Ist ein großer Fan von euch Grünen. Die ist ja eine langjährige Grünen-Wählerin, die ist extra Vegetarierin geworden. Ehrlich, ja. Aber eben die Tante Resi sagt eben, sie ist sich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie euch jetzt noch wählen soll, weil ihr seid ein bisschen von euren Grundthemen davon geklatscht. Ja, also immer dieses Gendern und so, das interessiert sie uns nicht mehr, hat sie gesagt. Ich verstehe, ja. Was soll denn der Resi ausrichten? Also ich bin sicher bei den Grundthemen noch dabei. Ja, wir sind beim Tierschutz dabei, wenn man sieht, wie schier man mit den Viechern umgeht. Und das mit den Gendern, da habe ich auch noch, sagen wir einmal, meine Genderfehler. Gell? Die Gender-Marie ist immer dabei und sagt mir, falsch gegendert. Apropos Tierschutz, das heißt jetzt, wird den happig. Also ja. Tierschutz, man muss mal schon einmal sagen, ich als Landwirt, wir in Österreich haben ja wirklich eines der strengsten Tierschutzgesetze. Ja. Und bei euch Grünen hat man oft den Eindruck, ihr seid erst ganz zufrieden, weil meine Kuh im Wohnzimmer bei mir auf der Couch sitzen darf. Ne? Wo ich dann sage, ne, Resi, wo ich schaue, hoch mal heute, nicht? Magst du Millionen schon anschauen oder wo du das jetzt erst zufrieden kommt mir auf die Fuhr, oder? Nein, die Gesetze sind ja gut, nur einhalten müsste man sich ja da. Gell? Und wir haben schon viele Viehtransporte, wo die Viecher sehr leiden tun. Weißt, wenn sie tagelang bei 40, 50 Grad irgendwo stehen an der türkischen Grenze, das ist nicht okay. Das ist mir schon klar, dass das nicht gut ist. Ich bin ja Biobauer, nicht? Ja. Von meiner Warte her bin ich eigentlich auch nicht so dafür. Aber das Problem, wie ihr auf du tust, nicht? Ihr tust dann oft Fotos um und sagst, du, Tierquälereien, oft bei den Bauern drinnen, nicht? Dann naja. Zeigst du die Focken, wie sie da hinten drinnen liegen. Normal, meiner Meinung nach, die Obsidian ist irgendwie falsch. Ich sag's immer, die Bauern sind da die Tierquäler. Normal müsst ihr in die Konsumenten ja. Schreiben und sagen, pass auf, wenn du ein Schnitzel um 2,90 € haben willst, dann kriegst du das. Dann brauchst du dich nicht wundern, ja. Dass es nicht so ist. Nicht das Schnitzel, ist das Kilo. Es kostet das Kilo 3 Euro und das ist nicht okay, weil wenn es nichts wert ist, gell? Oder dann hat es überhaupt keinen Preis. Wenn ja, aber Preis das dürfte sich jetzt wenig preisparieren. Ich darf es nicht mehr gleich auf die Bauern gehen. Ne? Nein. Ich gehe auf die Konsumenten schon auch. Die müssen sich sicher sein. Erstens, zu viel Fleisch ist nicht gut, wird man krank. Trauriges Fleisch ist auch nicht gesund. Und wenn man sich erwartet von 1 Kilo 3 Euro, dann kann das Viech nur leiden. Weil die kommen teilweise aus der Ukraine, unsere Händel. Das ist nicht okay. Aber wie ist denn das jetzt mit Ihrer Politik bei den Bankgrünen? Schaut momentan ehrlich gesagt gar so gut aus. Nicht? Ich meine, jetzt hab's da die eine Obfrau rausgeschmissen. Nicht? Nein, ist von selber gegangen. Ich habe niemanden rausgeschmissen. Natürlich, ja, aber Konkurrenz ist da, nicht in euren Teich. Ja, da aber Konkurrenz ist gut. Ist ja, bei den Blauen hat sich keiner aufgeregt, wie es BZÖ gegeben hat, wie die Rosenkranz extra angetreten ist. Nur bei uns regen sie sich auf. Es gibt immer Leute, die sind beleidigt, weil sie. Nein, wir regen nicht auf, aber es ist halt die Thematik so, dass man halt denkt, ob es überhaupt noch Chancen, in den Landtag reinkämpfen. Wohl, sicher. Haben wir viel gearbeitet. Wo sind die Chancen? 20 zu 40, oder? Je nachdem. Also, dass wir reinkommen, sind schon 90%. Aber ich denke mal jetzt auch, jetzt sagt der FPÖ, hat ja gesagt, er will als Zweiter auch Landeshauptmann werden. Ja. Jetzt werden dann viele, die eher vielleicht für euch sympathisieren, sich denken, ah, den Blauen will ich nicht, jetzt gehe ich in Ortenwöhn, dann bleibst du wieder auf der Strecke. Ne? Ja, aber Blau-Rot hat es auch schon einmal gegeben. Ne? Blau-Rot hat es auch gegeben, aber so wie es momentan war nicht so gesund. Aber wie es momentan ausschaut, wird es ja Blau-Schwarz nachher geben, nicht? Oder? Ich weiß nicht, ob sich das alles ausgeht. Aber für euch geht es sich schwer aus, oder? Ist nicht gesagt, wir haben die
Verfassung geändert, da können wir auch mit 5% in die Regierung kommen. Und eure Chancen, dass eine kommt, sind auch 5%, oder? Nein, mehr. Wobei, jetzt beim Wahlkampf habe ich ja geschaut, ich habe jetzt so Plakate, ja. Machen nur wir, das ganze, ja. Hier, eine Idee habe ich noch, und zwar für ein Plakat Sie oben, an Ihre ganzen Parteikollegen, jeder hat die Gurgel benannt auf einen Krawattel, das dann machen wir. Bis die Fetzen fliegen, machen wir. Also wir haben schon seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gestritten. Ja, weil sie alle ausgekaut haben, mit denen sie gestritten haben. Sind ja nur 5 gewesen insgesamt. Ja, von 700. Ja, was ist jetzt dabei? Nein, meine, das muss man jetzt schon einmal sagen. Jetzt hab's, das gibt es ja normal nie. Gell? Das war die Obfrau, diese Frau Mietsche, ne? Ja. Und wenn die sagt, sie will einen Landtag und ihr wollt, das ist ja, ich meine, ganz ehrlich, also wenn ich bei der Agrargemeinschaft daheim sage, also das kannst du ja nicht machen. Nicht, ja, aber das ist ja der Unterschied zu den Grünen. Die Grünen wollen nicht, dass einer 2 Posten hat. Die hat schon einen Posten gehabt, jetzt wollen sie einen 2. haben. Das wollen die nicht und sie ist nicht gewählt worden. Sorry. Also jetzt haben sie quasi einen, sie haben ja auch 2 Posten. Sie sind jetzt auch Landtag und Obmann. Ne? Ja, aber ich bin ja jetzt nur interimsmäßig der Chauffeur. Ne? Ja, war schon ein halbes Jahr. Wie lange wird das dauern? Ja, aber ich kriege ja kein Geld dafür. Das ist super, da haben wir 50.000 Euro der Sport. Also, wir können es nach mir geben, das 50.000. Dann wir das müssen wir nachher reden, nach der Sendung. Bei uns, bei der Agrargemeinschaft ist es so, bei der Alm, wenn wir mir einen Obmann wollen, ne, wir wollen ja immer den Unbeliebtesten, nicht sagen wir, hey, der Franz, ist ein Dämpfer. Der soll den ganzen Schmarrn machen. Lauf das bei Hasso? Lauf das bei Hasso? Ich weiß es nicht. Oder muss man beiher schleimen? Ich habe immer 98% gehabt bis jetzt, ich kann es nicht sagen. Aber also läuft es wahrscheinlich bei euch so wie bei unserer Agrargemeinschaft, nicht? Ja, das könnte sein. Ja. Seien Sie sich einstimmig einer Meinung und die Leute sozusagen. Nicht? Mir kommt es helfen. Ja, noch immer. Ich habe ja jetzt an letzte Woche Yoga gemacht, gell, bei uns daheim. Ach, Sie waren das. Ja, und dann haben wir eben geredet danach mit dem Klarzenbauer, nicht mein Nachbar. Und der Klarzenbauer sagt halt auch, wenn er sich jetzt die Regierungsarbeit der Grünen in den letzten Jahren in Kärnten so anschaut, ihr müsst in Erinnerung geblieben, erstens einmal Görtschitztal, ne, der Skandal, dann haben sie gemacht, von Hermagor bis Kötschach haben sie die Eisenbahn abgedraht, dafür haben sie eine Busverbindung von Klagenfurt nach Laibach gemacht, die was hier klar umläuft, im Mölltal um ein Hotel haben sie nicht bauen lassen und last and not least, der 100 auf der Autobahn. Also er sagt, das ist nicht das Jelo vom Eck. Jawohl, wenn man es anders sieht, im Mölltal war ein geologisches Gutachten, das alles zusammenbricht. Da haben wir ein paar hundert Leute das Leben gerettet. Der 100 auf der Autobahn ist Lärmschutz. Da haben wir gemessen, das ist zu laut. Und das war nur ein Vorschlag an den Minister. 100 ist halb so laut. So viel Lärmschutz meint du mit um, da nicht? Ja, aber die nutzen nichts, das ist das Problem. Also, du hast die Lärmschutz meint, ob sie am Süß aufgestellt. Ja, umsonst sicher nicht, da werden schon ein paar mitgeschnitten haben. Ne? Da kann man wieder abbauen. Von mir aus gern. Wichtig ist, dass wieder ab, dann kann man wieder Gas geben. Dann können wir sie woanders hinbauen. Aber sie nutzen tun sie nichts. Ne? Der Bus nach Laibach hat 20.000 Mitfahrer gehabt pro Jahr. Das ist nicht wenig. Was war Nummer 3 oder 4 von alle Busse? Wie viele haben davon gezahlt? Alle. Alle haben bei Eintritt gezahlt. Alle haben gezahlt, ja. Okay. Und da sind die Studenten von unten aufgekommen. Aber manche wollen halt nicht, dass man über die Grenze fährt. Was soll ich machen? Geil, so. Eisenbahn. Die Eisenbahn hat der Bund 2012 abgedreht. Mit der ÖBB zusammen. Sie haben sie abgedreht? Nein. Das hat der Beschluss ist 2012 gefolgt, nur es hat sich keiner getraut, das den Leuten zu sagen. Ich habe es ihnen gesagt und gesagt, pass auf, aber dann brauchen wir einen Bus, gell, wenn der Zug weg ist. Weil die ÖBB hätte es nie mehr aufgesperrt. Die wollte das nicht zahlen. 84 Eisenbahnkreuzungen, jede kostet 1 Million zum Umbauen. Das haben sie nicht gehabt, das Geld. Und schau mal, vertrauen wir einmal der Familie Bedutschnik, dass da kein Terpentin drin ist. Schmeckt da. Schau mal. Momentan bin ich noch am Leben. Super, danke. Ah, ich habe eh nicht reingespuckt, ausnahmsweise. Das wäre mir wurscht. Was haben Sie zum Beispiel schlecht gemacht, wo man sagt, ne, da war einen kompletten Bock geschossen? Ne? Na, wenn wir früher vom Görtschitztal geredet haben. Ja, okay, die Kommunikation ist schlecht gewesen, aber auch unter die Abteilungen, man darf nicht vergessen, da war blaue, da war eine rote Abteilung, die haben sich geredet miteinander, die haben sich geklagt. Und der Grüne war nicht mit und hat nichts gesagt? Der Grüne ist oben gesessen und hat keiner was gesagt. Ne? So meine ich. Also Sie haben nichts mitgekriegt? Sie kriegen nichts mit in Ihrer eigenen Abteilung sozusagen? Ich habe jede Woche mit denen einen Schuh fix gehabt. Gesagt haben sie es mir nicht. Aber ja. Es ist beim Gericht, dann werden wir schauen, was rauskommt. Und wie schaut jetzt, wie werden das jetzt in Zukunft ausschauen? Was ist jetzt Ihr Plan? Angenommen, Sie kratzen noch irgendwie diese 5%-Würde mit Ach und Krach. Mit wem werden Sie denn zusammentun? Ich meine, Rot, die Schwarzen wieder, macht es wieder die Dreierkoalition oder geht es mit den Blauen zusammen oder was tut es denn? Ausgemacht war ursprünglich, dass wir 2 Perioden machen: Rot-Schwarz-Grün. Mit den Blauen, nein, mit den Grünen machen nicht blau. Also mit den Blauen, da sind wir 2 auseinander. Das ist, die singen immer zu komische Sachen. Also ihr wollt euch wieder zu den Roten zuhängen, sozusagen. Naja, oder umgekehrt. Wir arbeiten ja viel. Die Roten zu euch, wenn ihr die Nummer 1 werdet, sozusagen. Dann inhaltlich sind wir sicher die Nummer 1 bei den ersten Sachen. Ja, du sehen natürlich, ja. Ja, sicher. Na, angenommen, Sie gewinnen jetzt einen Gutschein, Candlelight-Dinner, romantisches in einem vegetarischen Restaurant für 2 Personen. Und Sie dürfen, der Haken ist der Zweite, muss einer von Ihren politischen Mitbewerbern sein. Wen würden Sie noch mitnehmen?
Als Hetero nehme ich die Gabi Schaunig. Ich sehe kein Mitbewerber, ich rede jetzt von den Spitzenkandidaten. Ja, aber schauen wir mal, was überhaupt wird, gell? Was mit den Roten wird. Ob sie mit den Blauen zusammengehen, dann muss der Peter Kaiser gehen. Ja, aber Mittagessen kennt ihr ja, wie wir machen. Ne? Mit dem Peter Kaiser ist ich schon seit 30 Jahren immer wieder oben. Mittag haben wir keine Zeit. Nachdem wir sie da jetzt essen, wird das ja nicht zu werden, gell? Also. Naja, aber die anderen essen ja auch was. Und was gefällt Ihnen jetzt zum Beispiel, muss man schon ein bisschen loben auch, was gefällt Ihnen jetzt zum Beispiel an der FPÖ gut? Gibst du irgendwas? Red mal über was anderes. Schwarz? Tja, Kulturreferat ist ein bisschen transparenter geworden, ja. Das ist alles nach 5 Jahren Zusammenarbeit. Was ja, die Positives von den Kollegen sagen. Ja, wir haben eigentlich zusammengearbeitet, das ist das Positive, das war nicht leicht. In einer Dreierbeziehung ist es nicht leicht, wenn alle drei voneinander wissen. Gell? Und das war eigentlich die Hauptarbeit, dass man so viele verschiedene Kräfte zusammenbringt und die dann eigentlich zu 80-90% einstimmige Beschlüsse haben, auch mit den anderen Parteien. Ja, eigentlich das Konsensuale, dass wir Ruhe reingebracht haben, dass die Angst weg ist und auch der Großteil der Dummheit weg ist in der Politik. Also, und wie schaut es aus? Anfang März haben sie einen Plan B. Wenn es nicht hinhaut, muss man Angst haben, dass sie wieder als Kabarettist durch die Gegend dingeln werden, oder? Nein, also so schlimm wird es nicht sein, aber ich bin ein genügsamer Mensch, ich komme mit wenig Arbeit aus. Sie kommen mit wenig Arbeit und viel Geld aus? Ja. Okay, dann sage ich Dankeschön für den Besuch. Dankeschön, ich Familie Petrucci. Prost. Du hast das Plastik klären. Schön, dass du da sein und ich freue mich, wenn wir wieder fahren. Gell? Ich Tag. Weiß ich. Der Wahlhammer mit Petrucci-Horns. Wo ist der?